Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es mal wieder einen gestrickten Schal, einen Loopschal, den ich allerdings in Reihen gestrickt habe und dann nachher hier einmal zusammengenäht habe. Super einfach in rechten und linken Maschen gestrickt, mit richtig schöner dicker Wolle, geht auch relativ zügig von der Hand und eben hier mit dem hübschen Farbverlauf drin, nachher nur zwei Fäden zu vernähen. Und was ich genau für Wolle benutzt habe, welche Nadeln ich benutzt habe und natürlich auch, wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. So ihr Lieben, ich starte für diesen Schal mit einem Karen Tea Cake. Das sind 240 Gramm Wolle, 80% Acryl, 20% Wolle. Sind 186 Meter insgesamt für 8er Nadeln. Die Farbe, die ich hier habe, ist Winterberry. Also ihr seht so einen Bärenverlauf mit so ein bisschen Grau drin, alles so ein bisschen dumpfere Farben. Und ich starte auch einmal in der Mitte. Da hole ich mir einmal den Faden raus und da auch nochmal die Mitte raus. Und dann habe ich hier tatsächlich meinen Anfangsfaden. So ihr Lieben, die Wolle hat jetzt nicht spontan ihre Farbe geändert, sondern ich zeige euch jetzt einmal die Maschenaufnahme mit anderer Wolle. Der Clip, wo ich tatsächlich die Maschen aufgenommen habe, fehlt mir nämlich leider. Dieser Teil hier ist das Knäuel Wolle. Liegt hier einmal auf der rechten Seite. Hier habe ich den Anfang des Fadens, den Anfang des Knäuels, liegt auf der linken Seite. Ich mache daraus jetzt so eine kleine Brezel. Nehme dann meine Nadel, sind übrigens auch die 8er Nadeln, passend zur Wolle. Die Nadeln sind hier verbunden mit einem Seil, also eigentlich Rundstricknadeln. Ich werde damit aber trotzdem in Reihen stricken. Super praktisch, fallen euch keine Maschen runter. Und dann geht's los mit dem Maschenaufnehmen. Die Seite mit dem Knäuel kommt über den linken, mit dem Zeigefinger. Und die andere Seite über den Daumen. Dann gehe ich hier einmal unter der Wolle her, hier über der Wolle drüber her, hebe das Ganze rüber und mit dem Daumen ein bisschen festziehen. Wieder die gleiche Haltung einnehmen, hier drunter her, hier drüber her, rüber und festziehen. Wieder rüber und Nummer 4. Insgesamt nehme ich so 24 Maschen auf und dann geht es auch schon los mit dem Muster. Ich zeige euch das noch ein paar Mal. Also die Bewegung ist immer die gleiche und auch eigentlich ziemlich simpel, wenn man es einmal drin hat. So. Insgesamt werden das dann 24. Hier habe ich jetzt alle 24 Maschen und los geht's mit dem eigentlichen Stricken. Hier den Anfangsfaden lege ich einmal zur Seite. Hier vorne habe ich jetzt den Arbeitsfaden, den nehme ich auf die Hand und schiebe mir das Ganze einmal hier schön rüber. Die erste Masche hebe ich einfach ab, das mache ich am Anfang jeder Reihe so. Einfach einmal auf die andere Nadel rüberheben und dann stricke ich die ersten beiden Maschen rechts. Eins, zwei, dann den Faden vor die Nadel. Und die nächsten beiden links stricken und dann die nächsten beiden wieder rechts. Und das wechsle ich jetzt immer ab, zwei links und zwei rechts, weil ich mit rechts angefangen habe, also eigentlich zwei rechts, zwei links. Geht relativ schnell. Ich bin jetzt schon fast an der Gegenseite angekommen. So. Und hier ist jetzt noch eine Masche übrig, die stricke ich auch rechts. Also die letzte wird auch immer rechts gestrickt. Dann geht es hier vorne wieder weiter. Die erste Masche wird abgehoben. Und dann stricke ich alle Maschen einfach so, wie sie erscheinen. Also es kommt immer auf das, was ich sehe, genau die Masche drauf. Wenn ich hier die linken Maschen sehe, stricke ich auch linke Maschen. So.
sehe ich rechte Maschen, stricke ich rechte Maschen. Super einfach. Dann wieder zwei linke. Und dann wieder zwei rechte. Nein, genau andersrum, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Zwei rechte und natürlich dann zwei linke. Und das einmal wieder gesamt bis zur anderen Seite rüber. Wobei die letzten beiden, also hier habe ich noch zwei linke Maschen und die letzte Masche wird immer rechts gestrickt. Die rechts und dann wird die erste immer abgehoben. Das sind eben die einzigen beiden Sachen, die ihr beachten müsst. Die erste Masche nicht stricken, sondern einfach rüberheben. Dann die gesamte Reihe einfach so, wie sie erscheint, stricken. Und die letzte Masche immer rechts. Und so stricke ich das jetzt fast über das gesamte Knäuel weiter. Aber ich zeige euch natürlich zwischendurch nochmal, wie sich die Farbe wechselt und natürlich auch, wie sich das Muster weiterentwickelt. So, ich bin jetzt am Ende des ersten Farbabschnitts angekommen. Ihr seht hier den Wechsel, es ist wirklich einfach in der Wolle reingefärbt. Wird jetzt so ein bisschen heller vom Farbton her. Und ihr könnt jetzt auch schon wirklich schön das Muster sehen. Immer zwei rechte, zwei linke daneben. Auf der anderen Seite das Ganze natürlich einmal gespiegelt. Hier an der Seite auch der V-Verlauf drin. An der Gegenseite natürlich auch die Seiten natürlich immer beide gleich. Und ich stricke das Ganze jetzt einmal fast über das gesamte Knäuel zu Ende. So ihr Lieben, ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter und habe nur noch einen kleinen Rest Wolle übrig. Den benutze ich jetzt einmal natürlich zum Abketten, also für die letzte Reihe. Und dann natürlich auch, um den Schal einmal zusammenzuschließen. Also damit daraus tatsächlich ein Loopschal wird. Hier seht ihr nochmal den Verlauf mit den verschiedenen Farbtönen. Hier auch nochmal die lila Farben, also den Beginn. Und dann hier den Teil, der so ein bisschen schon ins Gräuliche geht. Dann hier diesen braunen Teil, hier braun-grau. Und dann habe ich hier wieder die beiden lilafarbenen. Hier seht ihr, wie stark sich der Schal tatsächlich stretchen lässt. Also super flexibel und natürlich auch richtig schön kuschelig, warm und dick. Und jetzt wird das Ganze natürlich erstmal abgekettet. So, einmal die Nadel herum. Und ich starte wieder ganz wie gehabt damit, dass ich erstmal hier die erste Masche abnehme. Abhebe natürlich, dann die Masche rechts stricke, die erste hier einmal rüberhebe, dann die zweite stricke und dann die neue erste auch darüber hebe. Dann kommen die beiden linken, die stricke ich auch wieder links. Natürlich nacheinander und dazwischen abketten. Und das einmal die gesamte Reihe über. So, ihr Lieben, ich habe das Ganze jetzt hier oben einmal abgekettet und hier habe ich jetzt den Faden noch liegen als Schlinge. Den ziehe ich jetzt einmal komplett raus. So. Und ein bisschen festziehen. Und normal wird jetzt dieser Faden hier einfach vernäht werden. Beziehungsweise nochmal gekürzt und dann vernäht. Aber ich will ja beide Enden zusammen haben. Deswegen werden die jetzt einmal zusammengenäht. Und dafür benutze ich den Faden direkt. Beide Enden einmal zusammennehmen. Und ich habe hier eine sehr, sehr große Nadel dafür. Das ist eigentlich eine Teppichstopfnadel, aber die eignet sich dafür richtig gut. Einmal den Faden natürlich einfädeln. Und zwischendurch habe ich den Faden gerade auch doch mal ein Stück gekürzt. Also ich habe hier jetzt noch so 20, 30 cm dran. Und ich nehme jetzt beide Seiten hier einmal zusammen. Ihr seht, der Verlauf passt auch genau aufeinander. Also das wird sich dann so aneinander fügen, dass ich dann hier eben die rechten Maschen als zweites liegen habe. Es startet hier mit den linken Maschen,
dann wieder die linken, dann die rechten und immer so weiter bis zum Ende durch. Und ich gehe jetzt hier rüber. Dann wieder einmal zurück. Und dann einfach immer hin und her. Ihr könnt euch dabei super einfach an den Maschen orientieren. Einfach immer durch jede Masche durchstechen. Und dann einfach wieder zurück. Hier bin ich jetzt schon wieder in den rechten Maschen angekommen. Hier wieder zurück. Und das natürlich einmal bis zum Ende durch. So, hier an der Seite habe ich jetzt noch einen Stich mehr gemacht, um es wirklich richtig gut zu fixieren. Ich habe hier jetzt den Startfaden liegen, hier den Endfaden. Nadel habe ich gerade einmal rausgezogen. Die beiden kann ich jetzt noch einmal richtig gut verknoten, um es nochmal extra zu sichern. Und dann werden die beiden natürlich noch vernäht. Und anschließend ist der Schal dann auch schon fertig. Hier könnt ihr jetzt einmal den Verlauf sehen. Von der Außenseite, das hier mit der Naht, ist dann natürlich einmal entsprechend die Innenseite. Und hier dann nochmal den schönen Schal, wirklich von beiden Seiten entsprechend, allerdings natürlich eigentlich immer gespiegelt. Hier die linken Maschen verschwinden immer zwischen den rechten, sind dann natürlich auf der Rückseite sichtbar. Wirklich super schön, kuschelig, sehr, sehr dick und natürlich super gut für den neuen kommenden Winter. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dahin, tschüss!